Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Factsheet und zwar jetzt mittlerweile schon den 9. Ja, heute leider ein bisschen später, weil ich gerade aus der Dusche geschlüpft bin, den ganzen Tag am Arbeiten war und naja, deswegen kann ich ihn leider erst so gegen 22 Uhr wahrscheinlich euch zeigen, aber brandaktuell aufgenommen. Es geht diesmal um eine Valtra N-Serie. Es ist ein Traktor, mit 119.000 Euro kostet. 170 Unterhaltskosten am Tag hat und über 145 bis 185 PS an Leistungsspektrum verfügt. Das Ganze wirkt sich auf die Achse in Form von 50 km/h aus, 315 Liter Fuel Kapazität, also Tankinhalt, und wir können einen Frontlader Attacher customizable, einen Engine Wheels, Main Collar und Rim Collar. Wir haben Standard und Narrow Wheels. Das heißt, wir haben einmal die schmale Bereifung, haben die Standardbereifung, wir können die Wagen, also die Hauptfarbe, dieses Blau da eben ändern. Wir können die Rimcollar, das die Felgenfarbe ändern. Wir haben einen Frontlader-Attacher dran, was sehr, sehr geil ist, weiß ich immer zu schätzen. So, und das gute Stück ist schon ein bisschen stärker auf der Brust, mit dem ich mit 185 PS in der Top-Motorisierung ist das mal gar nicht so schlecht. So, des Weiteren haben wir einen Lilly Hibiscus 1515 CD Profi. Das ist das Schöne. Krieg ich wieder gar nicht in den Titel rein. Das ist das Schöne. Endlich mal was von Lilly. Ist ein Schwader für 62.000 Euro. Und zwar ein Vierkreiser-Schwader mit 70 Euro am Tag. 110 PS braucht das gute Stück. Das heißt, unser Valtra perfekt dafür geeignet. Haben Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und 14,8 Meter Arbeitsbreite. Das ist fett. Das ist richtig fett. Dazu gibt es natürlich jetzt auch wieder ein kleines Gameplay, meine lieben Freunde. Er hat uns jetzt Shines zur Verfügung gestellt, wo wir uns quasi das gute Stück in Action anschauen können. Und da haben wir ihn auch schon. Ja. Jetzt mache ich mal was. Moment. Hört ihr das Gestapfe? Ich find's klasse. So. Okay. Ja, jetzt sind wir nun schon zweimal runter rumgelaufen. Sieht sehr, sehr geil aus übrigens. Also ich find's wirklich cool. Ich find's halt cool, dass er in der Mitte... Also das ist eigentlich mal das... Nee, passt ja so. Ist ja eigentlich immer so, ne? Nee, logisch, nee. Jetzt hätte ich gerade fast Quark erzählt. Und das passiert mir ja sonst nie. Deswegen habe ich gerade mal die Kurve gekriegt. Fahren wir heute noch dann. Ihr müsst ein was verstehen, Freunde. Ich schaue mir diese... Ich muss jetzt ganz ehrlich was zugeben. Ich schaue mir diese Factsheets vorher nicht an. Das heißt, ich kriege die nur zugeschickt, so fertig gerendert, alles komplett fix und fertig. Weil ich einfach die Zeit gar nicht habe und der liebe Randy, da auch mal ein ganz großes Dankeschön an dich, mir das immer gleich mit fertig macht, wenn das rauskommt, mir das gleich zum Download bereitstellt, schlag mir das runter, zack, mach Video Haus raus. Ich gucke mir das vorher nicht an. Deswegen bin ich immer wieder entsetzt über das Gameplay. Ja, wir sind diesmal nur zwei Runden drumherum gelaufen. Shines hat also das letzte Mal meinen Aufruf nicht erhört, wo ich gesagt habe, es wäre mal schön, wenn man nicht nur ein 5-sekündiges Gameplay hätte. Naja, jetzt sind wir halt 30 Sekunden drumherum gelaufen und hatten gar kein Gameplay in diesem Sinne. Denn wir sind ja nicht mal gefahren. Aber naja, gut. Da scheint irgendetwas noch nicht fertig zu sein. Im Großen und Ganzen, ich schubse, ich habe einen Joghurt im Ranzen. War es das erstmal wieder von dem Factsheet Nummer 9 von den Infos vom Farming Simulator 17. Und ich sag nur eins. Tick, tack, tick, tack. Die Zeit rückt immer näher, ne? Bis der Release kommt. Sehr bald ist es soweit. Übrigens gibt so wie es aussieht, eine Dings, eine in Season Pass. In Season Pass, wo alle DLCs enthalten sind. Aber da kann ich euch später auch nochmal mehr erzählen. Das war's erstmal. Ich bin erstmal raus. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und sorry, dass es so spät kam. Hab's nicht eher hinbekommen. Aber besser wie gar nicht. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Euer Manus. Ciao.